Also treu war er schon immer. Es gab mal einen Vorfall, das war Anfang dieses Jahres, da hatte der mit einem Mädchen auf Insta geschrieben gehabt. Am Anfang haben sie über Musik geredet, dann ist die irgendwie auf Audios rübergesprungen, wo sie rumstöhnt und sagt, ja, ich kann ja Pornodarstellerin werden. Und er war halt besoffen und ist voll drauf eingegangen und hat dann halt auch gesagt so, ja, sag mal meinen Namen und komm mal rum und so. Und ich habe das durch eine Freundin erfahren. Ich habe mit Absicht tagelang gewartet, um zu warten, ob er auf mich zukommt. Und dann ist halt nichts passiert. Und dann lag er auf der Couch und ich bin zu ihm hin. Und ich habe ihm noch die Frage gestellt, willst du mir irgendwas erzählen? Und dann er so, nee, was denn? Und dann ich so, bist du dir sicher? Der so, nee, ich wüsste jetzt nicht was. Ja, hast du mit jemandem geschrieben die letzten Tage? Nee, nicht, dass ich wüsste. Und dann ich so, okay. Ach, und dann noch gelogen? Und dann, also er meinte, er hat es in diesem Moment total vergessen gehabt. Ich kann nicht sagen, ob er das wirklich... Total vergessen, wenn eine Frau irgendwie stöhnt. Aha, ja. Aber ist das für dich Fremdgehen? Ich bin echt, ich sag erst mal du. Also es war schon so ein Punkt, der mich schon hart verletzt hat, weil das kratzt ja auch irgendwo an meinem Ego und an meinem... Natürlich. Ich denke mir halt so... Fremdgehen fängt doch schon im Kopf an. Das stimmt. Ganz ehrlich, mal jetzt real talk. Ja. Fremdgehen fängt so. Im Kopf an. Wenn du schon die Gedanken hast, das kann auch schon Augenkontakt im Club sein, wo auch immer. Ganz ehrlich. Ich vertraue Abdu eigentlich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der da irgendeinen Blödsinn machen wird. Also ich weiß, er ist eine kleine Partysau. Er wird seinen Spaß haben, er wird lachen, er wird reden. Ich habe eher Angst wegen den Frauen, wie die dann versuchen, ihn quasi um Finger zu wickeln, wie weit sie gehen. Und warum bist du hier? Ja, um meine Beziehung zu treffen. Hat er schon mal Scheiße gebaut? Ja, hat er. Wenn du schon so denkst. Ist schwer zu sagen. Pass auf, ganz kurz. Er hat mit er hat mit einer anderen Frau geschrieben. Ja? Ja. Aber bei uns war es halt auch so, dass wir öftermals on-off hatten. Mhm. Und ich war mir nicht sicher, ob er da zu 100% trotzdem mit niemandem was hatte. Mhm. Also mir wäre es egal gewesen, ob er in der Zeit mit jemandem geschlafen hätte. Wäre es nicht egal gewesen? Doch, mir wäre es egal gewesen, weil er ist ein freier Mensch in der Situation. Aber okay. Ich würde es wissen wollen. Und wenn er mich dann anlügt, ist es nochmal fünffach schlimmer. Klar. Ja. Ist er ein Fuckboy gewesen? Ja. Ist er immer noch? Nee. Hallo? Ich bin seit 6 Jahren mit ihm in einer Beziehung. Wer weiß, ne? Ein Fuckboy bleibt ein Fuckboy. Bist du ein Fuckboy? Nein. Ja. Du bist, ich kann mir richtig gut vorstellen, dass du ein Fuckboy bist. Weil du bist so, doch, definitiv, weil du bist so ein Gentleman definitiv. Und so. Kann ich mir gut vorstellen, Benni. Mhm. Du? Nee. Das glaube ich dir. Weil du bist so ein Süßer. Ja. Du bist ein Goldiger. Der sucht eine Beziehung. Du suchst echt hier eine Beziehung. Voll auf Love Stable. Ist sehr grob. Es sollte losgehen, hundertprozentig, ich bin heiß. Temptation Island ist definitiv nichts für schwache Nerven. Die Frage ist nur, halten die Beziehungen das aus? Die Antworten bekommt ihr hier bei den neuen Folgen von RTL+. Hier gibt's weitere Videos und ganz wichtig, abonniert den Kanal.